Hallo zum Unboxing-Teil unserer ERCF-Reihe. Wie schon in der Projektvorstellung hat uns das ganze Blu-Rolls gesponsert. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich hierfür. Das hier ist das Paket für jetzt den 9er ERCF. Da könnt ihr insgesamt 9 Spulen anbinden. Ich hatte das schon einmal aufgemacht, um zu schauen, was ich denn genau für Druckteile benötige. Da gibt es ein, zwei Sachen abzuklären. Schauen wir uns aber später nochmal an, wenn wir prüfen, welche Druckteile ihr zum Beispiel braucht. Wir machen das jetzt einfach mal gemeinsam auf. Das Ganze ist super verpackt gewesen, ist wie gesagt, dadurch, dass ich schon reingeschaut und nicht geschaut habe, nicht mehr ganz so ordentlich, wie es mal war. Aber ihr seht schon, schöner Pappkarton mit Schaumstoff-Inlays, Abdeckung drauf. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr habt hier einmal Kabelbinder, bisschen PTFE-Schlauch. Dann haben wir hier diese angesprochene TCRT-Platine, die ist hier drin. Und ihr seht, da ist so eine Bohrung mittig, da muss man schauen, ist die jetzt wirklich mittig oder ist die versetzt? Meine ist, glaube ich, leicht versetzt, wenn ich das hier so sehe. Habe ich mit dem Messschieber, wie gesagt, geprüft. Wenn ihr Platinen in die Hand nehmt, denkt bitte daran, dass ihr euch vielleicht vorher mal kurz erdet. Macht man ursprünglich so an den Heizkörpern. Schaut einfach mal ein bisschen nach, ob ihr einen Punkt findet, der vielleicht ein paar Spannungen, die ihr noch an euch tragt, wo ihr statisch aufgeladen habt, abführen könnt. Das ist wichtig, wenn man Platinen so in die Hand nimmt. Ich habe das jetzt vorher hier mal gemacht, habe mich entladen und dann können wir jetzt hier weiter fortfahren. Hier haben wir so ein Mechanical Kit, da sind Schrauben drin, alle einzeln verpackt in verschiedenen Größen. Ihr seht es jetzt hier schon, wenn das Licht nicht zu arg blendet. Die ganzen Päckchen sind einzeln beschriftet mit den Schraubengrößen, auch ERCF drauf, zum Beispiel M8x3SH. M3x8SH, M8er wäre ein bisschen groß. Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Ja, wie gesagt, gefällt mir schon mal sehr gut, dass das alles nicht einfach so reingeklatscht ist. Man muss schauen, was für Schrauben man hat, sondern es ist beschriftet. Dann haben wir hier schon mal die ganzen Extruder-Gears. Hier in der Extruder-Gear-Verpackung sind noch mal einzelne Gears in ein bisschen geschützter Verpackung eingewickelt. Da schauen wir uns mal an, warum das später genauso ist. Warum die einen verpackt noch mal extra verpackt sind und die anderen nicht. Ihr seht hier, da sind so kleine Schaumstoff drum. Hier oben sind so lose drin. Schauen wir uns später mal an. Hier haben wir noch mal ein paar Pullis mit einem Riemen. Auch schön extra verpackt. Dann haben wir hier nochmal einen offenen Riemen einzeln. Als nächstes hier, sehr schön, habe ich auch schon gesehen, sind Kabel vorgekrimmt. Hier, das ist jetzt mit ADN-Tülsen und offenen Kabelschuh vorgemacht. Was mir bei den Kabeln aufgefallen ist, sehen wir auch gleich. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass noch eine kleine Beschriftung dran ist. Wenn ihr das Blu-Rolls geht nochmal an euch vorkrimmt, wäre vielleicht echt cool, Beschriftung dran machen. Dann hat man es vielleicht nochmal einen Ticken leichter, das Ganze aufzubauen. Hier haben wir als nächstes einen Mikroschalter. Schaltet auch noch, der Bügel vorne ist nicht verbogen. Können wir hier auch anklemmen. Ist auch schon vorgelötet, sogar mit Schrumpfschlauch. Wenn die Kamera jetzt gleich mal fokussieren würde, schauen wir uns mal an, ob sie das machen will. Aber ich glaube, ihr könnt es auch so erkennen. Hier sind auch leider keine Beschriftungen drauf. Ebenfalls zu den nächsten vorgekrümmten mit Duponts. Auch nichts beschriftet, aber ist schon mal schön, dass es vorgekrimmt ist. Hier haben wir auch nochmal einen größeren Stecker, der vorgekrimmt ist. Finde ich auch ganz schön, dass man hier nicht nochmal schauen muss, wo muss man alles reinstecken und das Ganze krimpen. Wie gesagt, wenn ihr solche Kabel habt und steckt die und zieht die nochmal ab, denkt daran, dass ihr immer hier an den Steckern anpackt, niemals an den Kabel zieht, sonst löst euch vielleicht solche Krimpverbindungen und ihr ärgert euch letzten Endes. Hier haben wir dann auch nochmal ein paar Lager, auch extra verpackt. Legen wir nochmal hier zur Seite. Hier ist ein Päckchen mit den Magneten drin und den EKAS heißen die, glaube ich. Also ich nenne die immer Pushfit-Verbindungen. Hier in der Anleitung nennen sie sich Bowden-Coupler, glaube ich. Da musste ich nochmal nachschauen, ist das wirklich damit gemeint, was genau ist das? Ich habe die eigentlich so als Pushfit gekannt, aber wie gesagt, nennen sich Bowden-Coupler auch. Die EKAS hier, die sind so zum Stecken. Ihr kennt die wahrscheinlich zum Schrauben. Sehen wir aber später, wenn wir das Ganze aufbauen. Als nächstes haben wir hier noch einen Kühlkörper, ein paar Jumper, eine Schraube. Dann gehen wir weiter fort. Wie gesagt, hier, das ist ein Treiber, der ist hier drin. Schauen wir uns auch später nochmal an mit Kühlkörper. Auch schön verpackt. Denkt, wie gesagt, daran, dass ihr da nicht einfach so drauf patscht. Entladet euch vorher. Nicht, dass ihr das elektrische Bauteil hier noch zerstört durch eine statische Aufladung. Hier auch nochmal ein Treiber, auch mit Kühlkörper, der ist jetzt ein bisschen größer. Schauen wir uns aber auch alles später nochmal an.
von Big Tree Trash, wie gesagt. Ich könnte sie nochmal nachschauen. Dann haben wir hier noch den Servomotor. Kleinen Stellservomotor. Ist auch schon vorgekrimmt, finde ich auch gut. Schauen wir einfach später mal, wie das so passt. Als nächstes haben wir hier auch die ERCF, das Easyboard. Ihr habt quasi einmal die Möglichkeit, dass man das direkt das alles an den im Octopus anschließen würde. Das heißt, ihr müsstet dann auch freie Stepper-Slots haben. Es gibt aber auch die Möglichkeit des sogenannten Easyboards. Ihr seht schon, das wird über Micro-USB dann später USB-C. Entschuldigung, so ist die Schnittstelle. USB-C wird das später mit eurem Pi wahrscheinlich verbunden, angebunden. Dann schauen wir uns das einfach mal an, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, ihr habt hier die Easyboard Edition. Ihr könnt das dann quasi direkt so anklemmen. Ich lege das vorsichtig nochmal alles hier so ein bisschen hin, dass das hält. Servo hier hin. Bis ich hier ein bisschen Platz habe und das Board nicht so rumfliegt. Als nächstes haben wir hier den, haben wir hier den NEMA 17 Motor. Ihr seht es einmal. Keine Beschriftung dran. Das ist so das Branding da drauf. Dann haben wir als nächstes den NEMA 14 Motor. Upp. Hier haben wir das Ganze, wenn wir jetzt die jetzt nebeneinander halten, sind die schon mal unterschiedlich von der Bauform. Hier sehen wir es nochmal oben. Beide unterschiedlich, bisschen breiter. Hier haben wir nochmal ein Lager. Ist auch nochmal einzeln verschweißt. Sieht auch schon gefettet aus. Sehen wir später, wie da wirklich der Zustand ist. Als nächstes haben wir hier nochmal verschiedenste Stangen, die eingepackt sind, um die ganzen ERCF zu verbinden, beziehungsweise auch zu führen. Hier sehen wir auch, hier ist auch noch eine Gewindestange, eine schwarze. Die machen wir später einzeln auf. Ich lasse die jetzt hier mal so verwickelt. Dann ist das alles ein bisschen kompakter als letztes, beziehungsweise als vorletztes. Also wir haben hier einmal noch die USB-C-Anbindung für ein euer Pi. Hier ist ein Kabel dabei, finde ich auch top. Hier ist nochmal ein Lager, habe ich gerade gesehen. Perfekt. Stecken wir hier ran und als nächstes haben wir hier nochmal eine Schleppkette. Ist jetzt kein Brand drauf, also ist keine Egos, schätze ich mal. Ist jetzt eine Nummer drauf. Müsste man mal extra nachschauen, was das genau ist, aber ich denke, die wird ihren Zweck auch so erfüllen. Jo, das war's jetzt hier zum Unboxing-Kit. Habt ihr Fragen, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich kann euch dann auch gerne in den nächsten Videos, wenn ihr explizit mal sehen wollt, was für ein Motor da drin ist, die Motorschilder nochmal abfotografieren und einblenden. Das ist kein Problem. Habt ihr vielleicht auch Fragen direkt an BlueRolls, lasst die entweder im Discord da, wir haben da auch extra einen Kanal für BlueRolls, beziehungsweise vielleicht auch unterm Kommentar, da kann ich das mal ansprechen im nächsten Video, vielleicht auch mal weiterleiten direkt über den Kontakt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Drucken. Tschüss!